Ja, wie X-Taste. Wer spielt denn bitte einen Shooter mit dem Gamepad? Ja, Konsolenspieler halt. Wir hätten Ihnen an dieser Stelle ja gerne ein Testvideo zu Brink präsentiert, aber die PC-Version war erst nach unserem DVD-Schluss spielbar. Die Xbox-Version hingegen lief schon. Und bevor Sie vom neuen Multiplayer-Shooter von Splash Damage auf dieser DVD gar nichts zu sehen bekommen, zeigen wir Ihnen halt die zur Einstimmung. Sehr gut! Es war ein Traum, ein Experiment. Eine sich selbst versorgende Stadt der Zukunft. Die Geschichte von Brink spielt in der Zukunft. Schauplatz ist die riesige schwimmende Stadt, die Ark. Das Ansteigen der Ozeane führte dazu, dass immer mehr Menschen auf die Ark flüchteten und ein heftiger Kampf um die letzten Ressourcen auf der Insel entbrannte. Die neuen Gäste leben in Slums. In diesem Konflikt kristallisieren sich zwei Parteien heraus. Auf der einen Seite stehen die Sicherheitskräfte der Insel, damit das ganz klar ist, Captain an Deck. Auf der anderen die Widerstandskämpfer, die von der Ark flüchten wollen, um ihr Heil in der Ferne zu suchen. Warum die Sicherheitskräfte die nicht einfach gehen lassen, wo die Ark doch eh überfüllt ist, leuchtet uns allerdings nicht ein. Aber ist auch egal, die Story dient ohnehin nur als Aufhänger für die Multiplayer-Gefechte. Sie können auf Seite des Widerstands oder der Sicherheitskräfte in den Kampf ziehen. Je nach Teamseite haben Sie dann auf den 8 Karten unterschiedliche Aufgaben. Die einzelnen Ziele variieren innerhalb einer Mission ständig. Zum Beispiel müssen Sie Hackbox platziert, Objekte hacken oder lahmlegen, Türen sprengen oder Personen oder Roboter eskortieren. Nachladen! Wie schon zum Beispiel Team Fortress 2 oder Enemy Territory basiert das grundsätzliche Spielprinzip von Brink auf Charakterklassen, von denen es 4 mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten gibt. Der Soldat kann Teammitglieder mit Munition versorgen, Molotow-Cocktails werfen oder Sprengladungen anbringen. Der Agent kann sich tarnen und Objekte hacken. Der Techniker kann bestimmte Objekte bauen und reparieren oder gegnerische Hackgeräte entfernen. MG-Nest fertig! Und der Sanitäter heilt verletzte Kameraden. Jede Klasse kann jeweils nur bestimmte Auftragsziele erledigen. Die Klassen und Waffen lassen sich an Kommandoposten wechseln, die an diversen Punkten auf den Karten herumstehen. Zu Beginn besitzt jede Partei lediglich einen solchen Posten, weitere lassen sich dann erobern. Je mehr Wechselmöglichkeiten ein Team hat, desto besser, denn so kann man sich auf veränderte Gegebenheiten einstellen. Wichtig ist auch das sogenannte Buffen, das man ja aus MMOs kennt. Damit lässt sich zum Beispiel die Gesundheit oder die Waffenstärke erhöhen. Bestimmte Klassen können sich selbst buffen oder aber Teammitglieder, die in der Nähe stehen. Wenig Muni! Teamplay ist anders als in vielen anderen Shootern bei Brink wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und das Spiel zwingt geradezu zur Zusammenarbeit. Spieler, die auf eigene Faust losziehen, enden sehr schnell im Kugelhagel. Das System von Brink geht auch auf. Gerade mit einem eingespielten Team machen die Matches jede Menge Laune. Trotzdem hat man sich an den gerade mal 8 Karten und den dazugehörigen Aufträgen schnell satt gesehen und gespielt. Und mit nur einem einzigen Spielmodus fehlt auf Dauer die Abwechslung. Zumindest die Ergänzung um ein Team-Deathmatch wäre wohl sinnvoll gewesen. Für nahezu alle Aktionen wie Abschüsse, erfüllte Missionen oder ähnliches bekommt man in Brink Erfahrungspunkte. Ist eine bestimmte Zahl erreicht, gibt es neue Waffen, Waffenaufsätze, Ausrüstungsgegenstände oder Audiologs, die etwas mehr zur Hintergrundgeschichte beitragen. Die Waffen lassen sich anschließend im Menü beliebig modifizieren und damit zum Beispiel in Schadensstärke oder Genauigkeit verbessern. Außerdem gibt es diverse Fähigkeiten, die man mit Erfahrungspunkten freischalten kann. Zum Beispiel lassen sich damit Granaten schneller werfen oder die Hackgeschwindigkeit wird erhöht. Zu jeder Zeit lässt sich der eigene Spielcharakter verändern. Die Auswahl an Klamotten, Gesichtsbemalung, Frisuren oder sonstigen Schnickschnack ist groß und sollte dafür sorgen, dass online nicht mehr mehrere Spieler mit dem gleichen Charakter herumlaufen. Einfluss auf das eigentliche Spielgeschehen hat allerdings nur ein Attribut, und zwar die Körpermasse. Dicke, schwere Körpertypen können nur langsam laufen, dafür aber als einzige mit schweren Waffen hantieren, während der schlanke Typ deutlich schneller auf dem Schlachtfeld unterwegs ist. Der mittlere Körpertyp ist ein guter Kompromiss, trotzdem empfiehlt es sich, in einem Team alle Körpertypen vertreten zu haben. Alles in allem ist Brink durch die ganzen Möglichkeiten, Klassen und Missionsziele sehr komplex. Dadurch dürfte der Einstieg für manche Spieler etwas schwierig sein, denn gerade die zahlreichen Bildschirmanzeigen verwirren anfangs ein wenig. Wer sich einen Überblick über die wichtigsten Spielelemente verschaffen will, schaut sich einfach eine Reihe von Tutorial-Videos an. Am Kommandoposten deines Teams wird deine Munition automatisch aufgefüllt. Insgesamt laufen die Matches sehr hektisch und fast sogar chaotisch ab. Das liegt zum einen an den variierenden Missionszielen, zum anderen auch an der Action selbst. Es ist überall eine Menge los und gerade anfangs hat man einige Probleme, da den Überblick zu behalten.
Trotzdem ist das Spielgeschehen durchaus dynamisch, was auch am Smart-System liegt. Dieses im Vorfeld groß angepriesene Spielelement lässt den Spieler auf Knopfdruck über Hindernisse klettern oder an Kanten entlanglaufen. Das erinnert ein wenig an Mirror's Edge und ist eine ganz nette Idee, auch wenn Smart bei weitem nicht so intensiv genutzt wird, wie man das eventuell vermuten könnte. Die Kampagne oder freie Spielarten lassen sich sowohl gegen Bots als auch gegen menschliche Gegner spielen. Der Übergang ist dabei fließend. Startet man beispielsweise eine Mission nur mit Bots, können die mit der Zeit nach und nach durch reale Spieler ersetzt werden. Wenn man Glück hat, denn die Bots gehören zu dem Dümmsten, was wir in der letzten Zeit in Shootern gesehen haben. Offensichtlich ist das Klassensystem mit den dazugehörigen Aufgaben und entsprechendes Teamspiel für die KI viel zu schwierig. Unsere Leute in den Slums sterben wie Fliegen. Und die Brink setzt auf einen eigenen comicartigen Stil, der ausgefallen ist und dem Spiel eine eigene Note verleiht. Doch was zu Beginn im Charaktermenü verheißungsvoll anfängt, entpuppt sich während der eigentlichen Kämpfe eher als Enttäuschung. Die Schlachtfelder sind zwar optisch abwechslungsreich, trotzdem krankt Brink beispielsweise enorm an verwaschenen Texturen oder ins Bild ploppenden Objekten, zumindest auf der Konsole. Außerdem wirken die Animationen ziemlich abgehackt und irgendwie komisch. Dafür sehen die Charaktermodelle einigermaßen detailliert aus, was besonders in den Zwischensequenzen und dem Charaktererstellungsmenü deutlich wird. Der Sound ist ebenfalls durchschnittlich. Manche Effekte klingen zwar schön druckvoll, aber vor allem die Waffensounds hätten wesentlich mehr Wumms vertragen. Feind entdeckt! Die deutsche Sprachausgabe hat auch ihren Mann. Scheiß Gäste! Es sind doch nicht alle Gäste, Mann! Viele Sprecher klingen gelangweilt, Sprüche wiederholen sich oft und in den Tutorial-Videos werden oft ganze Satzenden verschluckt. Damit ist Brink bei weitem kein Technik-Highlight, gerade im Vergleich zu Bad Company 2 ist das Spiel eher eine Enttäuschung. Auf dem PC sieht das leider nicht anders aus, so zumindest unser Ersteindruck. Alles andere zur PC-Fassung finden Sie in unserem Test im App.